Kutan Immobilien. Wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Am Donnerstag, den 2. August 2018, wurde im Mudderstadter Rathaus die Kooperationsvereinbarung zur landesweiten Ehrenamtskarte von Staatssekretär Clemens Hoch und Bürgermeister Hans-Dieter Schneider unterzeichnet. Wie stolz ist man, wenn man jetzt seinen Ehrenämtern hier in Mudderstadt auch was zurückgeben kann? Ja, also wir haben heute einen Vertrag mit dem Land unterschrieben, damit wird auch die Ehrenamtskarte in Mudderstadt greifen, das heißt die Vergünstigung, die es landesweit gibt. Für uns ist es ganz wichtig, die Ehrenamtlichen, die zahlreichen, die wir in der Gemeinde haben, einfach mal auch ein Stück weit zu unterstützen und mit dieser Aktion Danke zu sagen. Somit ist die Rhein-Pfalz-Kreisgemeinde die 122. Kommune in Rheinland-Pfalz, die auf besondere Weise Dank sagt bei den ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen und Institutionen. Die Inhaber der Ehrenamtskarte kommen aktuell auf den Genuss von ca. 580 Vergünstigungen im Land Rheinland-Pfalz. Ein besonderes Lob vom Staatssekretär Hoch gab es für die ehemalige Landtagspräsidentin Hannelore Klamm. Sie war nach seinen Angaben maßgeblich Mitinitiator beim Projekt Ehrenamtskarte. Wie viele Ehrenämter gibt es ungefähr oder wie viele Vereine gibt es, wo man dann ehrenamtlich letztendlich tätig ist? Also wir haben ja zwischen 60 und 70 Vereine, die allesamt eigentlich von dem Ehrenamt leben, also sehr, sehr viele engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger haben. Das ist natürlich von Verein zu Verein unterschiedlich, hängt auch an der Struktur, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es bei uns etliche hundert sind, die ehrenamtlich tätig sind.